Ja, knapp. Ja. Ja, es kommt trotzdem alle. Meine Echos liegen da. Boah. Hallo, haben Sie Frames bestellt? Sie bekommen nämlich keine. Oh, die haben das schön gemacht. Das war ein guter Kampf. Ja, bin noch nicht ganz zufrieden mit meinem Rumgeschieße, aber. Ja, das ist halt staggert, ist halt witzig. Ich mache halt. Weißt du, wie krank das wäre, wenn ich so viel Schaden mit der Knarre machen würde wie der Freak in der Kirche, Alter? Antal! Den packen wir ein! Ich hab schweißige Hände. Er hat ja auch schon im Kampf gegen Dingens geholfen. Ach, der Typ. Gegen Dunkelbestie. Gegen Dunkelbestie. So. Jetzt kommt der Wiedergeborene. Also der eine wiedergeboren, ach keine Ahnung. Um die müssen wir uns gleich kümmern, am Rand des Gebäudes. Gut, die Wolke ist aber pixelig. Der eklig! Ist einfach nur eine Masse! Antal wird übrigens sterben, weil der rennt jetzt schon auf den zu. Hier hinten geht's hoch. Glaube ich, ja. Bist du schon längst fertig? Ist hier hinten noch eine? Ich warte leider nicht. Ich bin auf der anderen Seite. Check! Sieht gut aus. Dann versuche ich mal oben rauf zu springen. Ich sehe noch eine. Auf deiner Seite, ja, ich sehe sie auch. Die war immer nicht da. Arschloch. Ich stand genau da, wo die jetzt stehen, stand ich gerade eben schon. Ich wähle sie mal das Hinterteil an. So.
Ja, der Kopf macht natürlich mehr Schaden, ne? Ja, aber triff den Kopf mal. Wovon kriege ich die ganze Zeit Schaden? Ich habe gerade richtig Schaden kassiert. Ich auch, ich weiß nicht wovon. Ich auch. Wie soll man denn an den Kopf rankommen? Erst die Beine, erst die Arme abschlagen oder so? Oh. Irgendwie sind das seine Beine oder irgendwas, was... Ah! Jetzt da unten. Der Klaps. Ja. So, jetzt noch mal in die Scheiße, ne? Ja. Tja, da sieht man, was passiert, wenn man die Fackel in der Hand hat und nicht die Pistole. Wir müssen aufhören, weniger zu schlachten. Das ist Officer Kirkhammer, das ist Officer Molly Cock. Finde ich gut. Das ist schon extrem scheiße, ey. Officer Hammer, Officer Cock. Ach ja, mir geht's hier gar nicht mehr gut, ey. Bist du noch am Heulen? Ja, wie gesagt, geh mal zur Nonne. Die müsste auch so komisch rumgiggeln. Ja, die Alte, die auch noch von uns am rumkichern. Und da bin ich tot. Nice. Achso, hier sind diese Babys, ne? Genau. Lass mich raten, das ist das schlimmste Gebiet, das man alleine machen muss, oder? Muss man ja alleine machen. Achso, das ist ja gut. Nee, scheinbar nicht. Aber ich muss mal eben dämpfen erst, weil ich nicht weiß, ob es gleich Essen gibt. Ich muss dann eben. Dämpfst du mal. Muss eben erstmal die Laterne suchen. Oh. Ist die denn? Ist die da drüben, die Laterne? Du hast doch nicht gedämpft, oder? Doch, eigentlich ja. Naja, ob man das ein Baby nennen kann. Ah, hier ist die Laterne. Das ist Dead Space hier.
Looten, zurückgehen und... Langwaffe ist effektiv, oh ja. Und hat leuchtende Augen. Dead. Es sind drei übrigens. Out. Ich hab Probleme! Komm da! Ja, ja. Ach, das Kappler getötet, okay, gut. Alle meine Schläge haben irgendwie den Brainstucker erwischt. Zwei Brocken. Die Frage ist, ob wir jetzt erst hinten unten anfangen. Kontaktieren. Ach, das war's, wo er den Arm wechselt, ne? Hm, genau. Die brauchen wir nachher noch. Dann machen wir jetzt den Boss. Oh, und hier kommen wir nachher auch nochmal hin. Im DLC. Was schade, dass das Spiel nur ein DLC bekommen hat. Ja. Kannst du schon rein? Ja, ich komme jetzt rein. Okay. Oh! Wir müssen den richtigen rausfinden. Aber die Wale töten? Und zwar der richtige ist der, wenn du ihn anvisierst, hat er keine Lebensleiste. Der da. Der hier. Er digitiert! Oh! Damage! So, ich bin da. Ja, er ist gleich tot. Ja, der kann auch nix. Das ist alleine nur ätzend, weil du halt alleine bist. Und die Freaks ja nachspawnen. Und wenn du halt zu langsam bist, dann ja. Doch, ich kam nicht durch. Eins, zwei, zwei Einsicht. Ja. So, jetzt gehe ich durch dieses Fenster. Gut. Glaube, auf einer Seite fällt man runter. Bin mir nicht sicher. Ein Ruf ins Jenseits. Was ist das denn? Genau, das ist dieser Zauberspruch. Dieser Killer-Zauberspruch. Oh ja. Witzig, ich hab 38 oder so, ne? 38 Karten. So, dann nehme ich rüber auf die andere Seite. Oh, Alien! Boah, ist wieder trocken. Müsste doch noch einer sein, ein Magier eigentlich. Oh ja! Den Fahrstuhl fahren, genau. Ne, unten hast du ja gerade erkannt, das ist der Hauptkathedralenraum. Ja. Und ein Bosskampf. Und ein Bosskampf. Ich mach mal locker an, ne? Oh! Wenn dich ein Baby einmal beißt, wirst du wahnsinnig. Ja, Altar der Verzweiflung. Wer hätte es gedacht, das ist auch der Ort, wo wir mit unserem Königinfleisch hin müssen.
Ich versuche sie mal so ein bisschen hier in die Mitte zu pullen. Ich habe den ersten Schlag frei oder was? Das hat noch passiert nicht. Sind die Bosse in Bloodborne eigentlich alle so hässlich? Ne, wie Amygdala immer schön an den Kopf. Wahrscheinlich eine der wenigen fröhlichsten, das ist wahrscheinlich die fröhlichste Bossmusik im gesamten Spiel. Und die ist schon nicht wirklich fröhlich. Ich hatte den Kopf, den treffe ich nicht. Hast du die Lichter gesehen? Das ist der Ruf des Jenseits. Damien macht den auch. Uiuiui. Ciao, Damien. Tschüss, Damien. Er lebt noch. Wer hat das denn gemacht? Wow! Tochter des Kosmos. Oh, ich bin fast tot. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich wollte ihn in Sicherheit bringen. Laser, ne? Ja. So, den kann man logischerweise schießen. Indem du dich einfach hinten zwischen ihre beiden, nennen wir es mal Beine oder Ausläufe stellst. Das Problem ist, dass du dann, wenn du sie anvisiert hast, nie siehst, ob sie diesen AOE macht. Mhm. Und wenn du dann da hinten drin bist, bist du auf jeden Fall tot. So, jetzt muss man dann zu diesem komischen Altar hier hinten hin und ihm das Fleisch anbieten. Für diesen Fleischfetzen fließt die Zeit rückwärts.